Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück bei Dark Side. Jo! Und wir haben in der letzten Folge ein bisschen eine kurze Folge gehabt und jetzt gehen wir dafür direkt rüber zu Samael. Wir wollen gar nicht lange schnacken, wir wollen das Schnacken den Protagonisten dieser Geschichte überlassen. Mit unserem neuen Blutblutschwert und gucken mal, ob Samael dankbar ist. Ist ein bisschen unruhig, der Gute. I was beginning to worry you might not live up to your end of the bargain. Give it to me. You lied to me about the Chosen. They never guarded the tower. What does it matter? Our deal wasn't for ancient history. I promised you the tower, and you shall have it. Deny me what's rightfully mine. With my powers restored, I am like unto a god. I can suck the marrow from your bones before you drew another breath. I could. But I too have a code by which I do business. Besides, say what you will about balance and your ridiculous lore. I recognize a quest for revenge when I see one. And revenge I respect. As for the details of my resignation, well, I do not approve of the company my master keeps. Why did you challenge the destroyer, Samael? See your journey to its end, horseman. You will understand soon enough. You trust him? Who knows where in the Nine Hells this portal will take us? We will meet again. Okay. Ich hoffe, wir kommen noch mal zurück. Ich wollte noch Items sammeln. Grundsätzlich, wir haben Samael erstmal damit konfrontiert, dass er uns ja belogen hat, der böse Mann, dass die Chosen gar nicht wirklich den Tower bewacht haben. Wie lang? Keine Ahnung. Und da hat er gesagt, naja, es wäre eigentlich erstmal egal. Wir hätten einen Deal gemacht und es ginge eigentlich nicht darum, was da Sache war, solange wir unseren Teil einhalten. Dann haben wir ihm tatsächlich sein Herz gegeben, er hat ein bisschen rumgeschabackt, ist ein bisschen wieder Overking geworden. Ja, und hat uns hier dieses Portal aufgemacht. Und hat erstmal gesagt, dass er es nicht gut fand, dass wir ihm das Herz eine Zeit lang weg. Also wir haben es ihm nicht sofort gegeben, dass wir ihm das quasi vorenthalten haben. Das fand er nicht so nett. Ich gucke gerade, ob es hier irgendwo Schatzkisten gibt. Und jetzt, wo er seine Macht zurück hat, könnte ist er quasi sowas ähnliches wie ein Gott und könnte uns mit einem Fingerschnipsen quasi kaputt machen. Aber er hat halt auch einen Code, bei dem er Geschäfte macht. Oder nachdem er Geschäfte macht. Und deswegen hält er sich an seine Abmachung, hat uns also hier den Weg zum Tower geöffnet und vor allen Dingen hat er gesagt, er erkennt, wenn jemand auf der Suche nach Rache ist und Rache ist etwas, was er sehr respektiert und deswegen lässt er uns durch. Und daraufhin hat Krieg ihn nochmal gefragt, warum er denn mal diesen großen Oberbösewicht, den Destroyer, herausgefordert hätte und daraufhin hat Samuel nur gesagt, naja, wenn wir bis zum Ende unsere Quest durchmachen, dann werden wir das schon wissen oder herausfinden. Na dann. Ich will wieder zurück. Kurz mal gucken. Wahrscheinlich ist das jetzt hier sowas wie der letzte Dungeon. Ich möchte gerne nochmal zurück. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Okay. Warum möchte ich nochmal zurück? Ich möchte gerne noch nicht in den letzten Dungeon, weil ich das Gefühl habe, ich kann noch ganz, ganz viele Sachen, die ich vorher noch nicht einsammeln konnte, kann ich jetzt einsammeln, speziell weil ich den Enterhaken habe. Und jawohl, passt. Ja, und ich möchte natürlich möglichst viele, wenn nicht gar alle Secrets finden. Deswegen gehen wir jetzt erstmal ein bisschen auf Suche und Buddeln. Samael hat übrigens auch gesagt, dass er uns nochmal sehen wird. Also ich weiß noch nicht genau, was er damit meint. Außer, dass ich jetzt natürlich zurückkomme. Ah, das wusste er bestimmt.
Ist er noch hier? Nö, Samael hängt hier gerade nicht ab. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz systematisch Schatzkisten suchen ab. Und lassen möglichst die Gegner erstmal Gegner sein. Obwohl. Auch. Ja. So richtig viel habt ihr ja im Moment nicht mehr zu melden. Aber wenn ich halt sehe, wie viele von diesen grünen Balken ich noch. Schade. Ich will mal was versuchen. Schade. Ganz in die Schlucht habe ich nicht gekriegt. Oha. Fall nicht runter? Nee. Wenn ich halt sehe, dass uns da oben noch massiv. Ich weiß nicht, wie viele Lebensbalken es im Spiel jetzt gibt, aber es fehlen uns auf jeden Fall noch welche und wir können bestimmt noch ganz, ganz viel nachholen. Deswegen gehen wir quasi mal an den Anfang des Spiels zurück. Zack. Und versuchen erstmal alles zu sammeln, was es so zu sammeln gibt. Huch. Zack. Da oben zum Beispiel sehe ich schon eine Kiste, die wir nicht mitbekommen haben. Aua. Zack. Nicht lang schnacken. Da oben sehe ich noch ein Artefakt, das wir nicht gesehen haben. Ach, guck. Und das hätten wir vielleicht auch gar nicht kriegen können. Na? Okay, da müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite ran. Also auf jeden Fall sehe ich ein Artefakt, das wir übersehen haben. Ich sehe eine Kiste, die wir übersehen haben hier. Also das ist ja schon... grenzt ja schon an Fahrlässigkeit. Aber... okay, wie komme ich da hin? Aua, 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 aua. Jungs. Wer hat euch erlaubt, hier mitzureden überhaupt? Sieht der Effekt hiervon eigentlich anders aus? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er ganz ordentlich reingewimst, jetzt wo wir den auf der 2 haben. Hier geht's hoch. Aua. Aha. Und da oben ist ein Schwingeldidingel. Ein Schwingeldidingel. Genau so heißen die nämlich. Steht nämlich auch so in der Spielanleitung. Schwingeldidingel. So, und das erste, das Artefakt hätten wir also schon mal sehen können, wenn wir klug genug gearbeitet hätten. Shit, da dachte ich, könnte vielleicht auf dem Ding laufen ein Stück und mir den Sprung so einfacher machen. Aber nein. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, ich glaube, ohne die Flügel kriegt man den Sprung auch nicht hin. Wenn überhaupt mit den Flügeln, das ist die andere Frage. Und, ja, also insofern weiß ich nicht, ob wir das von Anfang an hätten kriegen können. Kommen wir da so überhaupt rüber? Oha, knapp, aber passt. Zack, meins. 3, 2, 1, meins. Aber, ne? Das passt nicht. Aber immerhin, upsala. Schon mal was gefunden. Hat sich also schon mal gelohnt, war nicht komplett useless. Hui, warum hast du da losgelassen, lieber Krieg? Ich habe die Taste nicht losgelassen. Hast du losgelassen, weil du den Gegner hier gesehen hast und den hauen wolltest, oder was? Da hat der Krieg sich einfach fallen lassen. Und ich glaube nicht, dass ich die Taste losgelassen habe. Also zumindest ist nicht bewusst. Vielleicht ist sie minimal nach dem diversen Drücken dieser ganzen letzten Wochen ausgeleiert. Hep. So, und hier ist nämlich noch ein Zornsplitter. Zack. Yeah, Pimp My Krieg. Und gibt's hier hinter noch irgendwas? Nee, hier kommt man nicht mehr weiter. Okay. Hui, jupp. Und zack. Und jetzt kommen wir hier wahrscheinlich wieder raus. Nee, hier. Zack. Noch mehr nicht gefundene Schätze. Vielleicht hier auf dieser Seite. Na? Ein nicht gefundenes Schätzchen? Nein, eine verschlossene Tür. Na gut, ich weiß aber auf jeden Fall noch, wo mindestens einer ist. Flupp. Genau, hier, da haben wir auch ein Haar. Hier da, nämlich da oben, das Ding, das wusste ich noch, das da. Das liegt nämlich irgendwie auf dem Häuserdach. Aber guck mal, da oben ist noch wieder so ein... Was ist denn das Gelbe, das da oben leuchtet zum Beispiel? Das weiß ich immer noch nicht. Und da oben drauf, geradeaus, ist irgendwie eine Schatzkiste. Kann ich den da oben... So nicht. Kann ich hier irgendwie hoch? Nee. Hier oben drauf ist eine Treasure Chest. Wie komme ich denn da ran? Ja, ihr Zombies, ihr könnt nicht alle mal. Ihr seid dermaßen uninteressant, das glaubt ihr gar nicht.
Meine Fresse, geht weg. Kann ich da vielleicht irgendwie von der Seite an dem Gebäude hoch und dann darüber schwingen oder so? Also ich sehe nur, dass da oben so ein Schwingel die Dingel ist wieder. Ja, meinetwegen kannst du auch den Raben umbringen. Das ist zwar nett, aber nicht nötig. Hier, da sieht das aus, als könnte ich da hochspringen und laufen. Das sieht aus wie so eine Oberfläche. So ein Fall, wie ich da hochkomme. Ach, Jungs. Ehrlich. Ist da... Oh, Engel. Engel. Au. Immer diese Engel. Genau, und diesen Zombie, der ist... Habt ihr gesehen, wie stilvoll ich gesehen habe, dass der mich noch angreifen wollte? So, jetzt aber. Hier muss ich doch irgendwie hochkommen. Nee, ja, doch, nein. Da vielleicht irgendwie dran springen kann. Da muss man doch irgendwie drauf kommen. Von da aus könnte man nämlich vielleicht an das blaue Ding da dran. Irgendwie muss ich doch an dieses Enterhaken-Ding da rankommen. Von dem Auto vielleicht? Erscheint mir jetzt ein bisschen seltsam, aber... Nee. Oh, ich habe aber einen Raben erwischt. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Godami, dies muss doch irgendwie gehen. Hm. Ach. Ich nehme mich auf den Keks hier. Ich beschäftige mich gerade mit wichtigen, ernstzunehmenden Thematiken und ihr geht mich auf den Nerven. Schnauze. Schnauze. Doppelschnauze. Kann ich hier vielleicht irgendwie... kann ich hier vielleicht irgendwie nach oben? Huch. Jungs. Gerade keine Zeit für euren Quatsch. Keine Quatsch für euren Zeit. Muss Schatzkiste finden. Na, wenn in der Schatzkiste nichts Episches drin ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Ist bestimmt irgendwie so eine Seelenkiste, wo einfach nur hier so Dingens Seelen drin sind. Geht's hier irgendwie hoch? Da gibt's einen oben, aber da kommt man nicht hoch. Und da geht's auch nicht wirklich weiter, also ist es auch nicht so wirklich relevant, dass es da einen oben gibt. Okay. Kann ich, wenn ich das... Dann kann ich da auch wieder raus. Ja, geht ihm nicht auf die Nerven. Kann ich da irgendwie hoch? Aua! Jungs! Oh, ich hab ein Pferd. Da. Ja. Irgendwas ist da. Ich höre, dass ich irgendwas irgendwem oder irgendwas Schaden mache. So. Da sind noch welche. Klappe. Affe tot. Hier geht's runter. Ich will zwar rauf und nicht runter, aber... So. Vielleicht gibt es von unten eine Möglichkeit, nach oben zu kommen. Ah, hier ist auf jeden Fall eine Kiste, die ich nicht gesehen habe, die ich damals schon hätte holen können. Na gut. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aber mehr auch nicht. Gnarf. Hier muss man doch irgendwie, irgendwo, irgendwann nochmal wieder rankommen. Wie kommt man denn an diese vermaledeite Kiste da oben? Kann ich hier irgendwo nach oben? Sieht nicht so aus. An den Dingen kann ich mich nicht festhalten, ne? Nee. An allen möglichen Vorsprüngen hält der gute Tod sich fest. Tod, sag ich schon, der kriegt sich fest, aber hier nicht. Kann ich hier rein? Nee, okay. Hm. Tja. Tja, ja. Hier geht's runter. Da ist Dead End. Diese Kiste ärgert mich. Ich muss doch irgendwie an diese Kiste rankommen. Vor allem, man sieht da oben diesen Punkt und denkt sich so, ja, da muss ich ja wohl rankommen irgendwie. Der muss ja, der erfüllt ja irgendeinen Zweck da. Der ist ja nicht nur zum Spaß. Das ist doch so ein Enterhakenpunkt. Kann ich mit dem Enterhaken nicht auch... Kommt da nicht ran. Okay, muss man definitiv irgendwie von weiter oben dran.
Tja. Zombie. Tja. Schwierig. Da sind Vulgrim-Dinger, das weiß ich. Da steht Vulgrim, das ist ja alles gut. Oh. Oh. Da wollen wir hin. Da gibt es auf jeden Fall noch was. Kommen wir da hin? Weiß ich nicht. Bestimmt. Hallo Engels. Ah, da waren Eisdinger vor. Oder Kristall oder was auch immer das jetzt ist. Hallo. Und tschüss. Zack, zick, zick, zack, zuck, zack, zack, zick. Nimm dieses Auto. Ich würde sagen, liebe Leute, was sich hinter dieser Eiswand Spannendes verbirgt, das finden wir gemeinsam in der nächsten Folge raus. Was haltet ihr denn davon? Cool, ne? Ja, finde ich auch. Also, liebe Leute, ich bin Zementente, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Projekt bis hierhin und würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir da hinter die Eiswand. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao.